Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mein monatliches Aufgebraucht und Plattgemacht Video für dich. In diesem Video zeige ich dir meinen gesammelten Müll von einem Monat. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe hier einen ganzen Eimer voll Müll und das ist halt so ein Oschifi, ne? Und da würde ich sagen, arbeiten wir uns einfach mal von oben nach unten durch. Das ist, ihr seht ja die Videolänge, da muss ich euch ja gar nichts zu erzählen, ne? Das ein oder andere Produkt habe ich natürlich in Kooperation bekommen. Infos dazu in der Infobox oder werden dann zwischenzeitlich hier auch eingeblendet. Meine Kamera ist ein bisschen schief. Hallo? Oh, jetzt ist sie richtig schief. Es fängt hier total professionell an. Man merkt es schon, ne? Ich weiß auch noch nicht genau. Irgendwie ist die schief. Hallo? Ich glaube, ich weiß auch nicht. Soll ich euch einfach mal ein bisschen mehr rauszoomen? So kann man doch immer gut tricksen, oder? Das ist rein, Claudi. Ich mache das einfach so. Dann seht ihr ein bisschen mehr. Ihr seht zum Beispiel Erwin hier auch stehen, ne? Aber egal. Dann seht ihr auch immer den Müllhaufen und dann sehen wir zusammen, wie er kleiner wird. Ich finde, das ist eine super Sache. Ich starte mit den Produkten von Uncorrupted Beauty. Das sind Haarpflegeprodukte. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Da habe ich euch ein eigenes Video zugedreht. Habe ich auch gut, wirklich lange was von gehabt. Hat mir gut gefallen, hat meine Haare gestärkt, hat da auch ein schönes Volumen reingegeben, hat einen schönen Glanz reingegeben und ich habe die täglich verwendet und das hat einfach gut funktioniert. Ich muss tatsächlich aktuell auch täglich duschen, weil da ständig irgendwelche Sachen halt drin landen. So ist das halt, wenn man ein 5 Monate altes Baby hat, ne? Ist klar. So, dann muss man natürlich auch, weil nicht nur in den Haaren, sondern überall sowas landet, auch ein bisschen häufiger was waschen. Dementsprechend ist jetzt auch mal dieses Waschmittel leer gegangen. Ich muss wirklich sagen, dass ich jetzt dazu übergegangen bin, dass ich mir jetzt auch nur noch, ja, nicht nur noch, nee, das stimmt jetzt so nicht ganz, aber ich werde mir jetzt, was generelles Waschmittel angeht, wirklich nur noch die Pulversachen nachkaufen, weil die halten viel länger. Die sind schonender für die Umwelt, weil du transportierst ja kein Wasser durch die Gegend, sondern halt nur dieses Pulverzeug. Und ich finde das wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Ab und an mache ich dann mal, dass ich flüssig Waschmittel verwende, zum Beispiel für die Babysachen. Ja, ne, da habe ich auch eins von Frosch. Ich glaube, das gibt es gar nicht in Pulverform. Falls ihr ein gutes Babywaschmittel empfehlen könnt, schreibt das auch gerne in die Kommentare rein. Ich mochte sehr, sehr gerne dieses hier von Denk mit. Das hat gut sauber gemacht. Das habe ich vor allem für die Handtücher und so verwendet. Also für die nicht Klamotten, sondern so Handtücher, Putztücher und so weiter. Da war halt dieses normale Vollwaschmittel. Für das andere habe ich halt von Denk mit das Colorwaschmittel. Das ist aber noch nicht leer. Das war jetzt hier die Richtung Duftrichtung Summer Rain. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts von gerochen, bin ich ehrlich. Dann habe ich hier leer gemacht. Das war ein, für den Körper, ein Öl von Apeiron Natural Care Bio Sesamöl Organic Sesame Oil. Das ist Glas hier, ne? Voll krass. Habe ich in irgendeiner, war das in der Fairy Box oder so drin? Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Also ich habe das für meine Oberschenkel genommen, also quasi von Knie bis Poppes und ab und an mal an den Hupis, aber im Großen und Ganzen halt so an den Oberschenkeln, ne? Weil einfach da pflege ich noch mal ein bisschen mehr gegen Zellulitis oder meine Schwangerschaftsstreifen, die ja vom Wachstum kommen, ne? Die habe ich damit auch ganz gut in den Griff bekommen generell, seitdem ich Körperöle verwende und die dann halt auch auf meine Oberschenkelinnenseiten gebe. Sind meine Schwangerschaftsstreifen oder meine Dehnungsfugen halt einfach ein bisschen mehr verblasst. Die Haut ist dann nach wie vor gerissen, das ist klar. Das heißt, die Hautstruktur wirst du nie wieder so hinbekommen, wie halt eine glatte Haut so generell ist, ne? Das ist klar. Aber es ist gepflegter, es ist aufgepolsterter, es ist irgendwie weicher. Und da muss ich wirklich sagen, das hat nicht nur die Zeit gebracht, sondern auch, dass ich immer mal wieder da so Pflegeöle halt dran packe. Und das hier hat da auf jeden Fall beigeholfen. Und das kommt in den Glasmüll und der Deckel in den Plastikmüll. Dann habe ich hier einen Toner aufgebraucht. Hatte ich in der Box mal drin gehabt. Vegan bei Happy Skin Original Skin Essence Toner. So ein super teures Moped. Ich fand den einfach schön, ne? Also der hat gut meine Haut vorbereitet. Man verwendet Toner, sage ich immer wieder gerne mit dabei, weil viele mir auch schon geschrieben haben, so hey, ernsthaft, ich wusste wirklich nicht, wofür man Toner verwendet. Und meine Mädels wissen das manchmal auch nicht und bei mir da im Familienkreis halt auch nicht. Und dann denke ich mir immer, okay, im Prinzip sitze ich hier, als würde ich ein Video drehen für meine Mädels, für meine Mom oder meine Stiefmom oder sonst irgendwen, ne? Und ja, so,
da. Würde ich halt genauso das auch sagen. Ein Toner verwendest du nach der Gesichtsreinigung einfach so als ersten Schritt deiner Hautpflege, weil du gibst ja mit der Hautpflege auf deiner Haut immer so Produkte mit relativ hohen Wirkstoffen im besten Fall und oder hochkonzentrierten Wirkstoffen, die irgendwas mit deiner Haut anstellen. Und damit deine Haut nicht irritiert wird davon, was zum Beispiel bei meiner sehr sensiblen Haut einfach immer mal wieder passieren kann, gebe ich mir gerne einen Toner auf, der die Haut einfach so ein bisschen schon mal entspannt darauf vorbereitet, dass da die Pflege kommt. Also manche Toner sind so pH-ausgleichend oder halt beruhigend, ne? Und das hat einfach ganz gut funktioniert. Das mochte ich gerne. Das war zum Beispiel hier mit Kamille, Calendula, also Ringelblume und Aloe Vera Saft. Also dementsprechend sind das halt genau die Sachen, die die Haut beruhigen und schon mal ein bisschen Feuchtigkeit spenden, aber sie halt nicht überfordern. Genau. So. Ne? Als nächstes habe ich hier ein Produkt von Weleda. Das habe ich von der lieben Karen vor ziemlich genau einem Jahr geschenkt gekriegt. Meine Liebe, hier ist was ausgelaufen. Ich möchte mich an dieser Stelle von Herzen bei dir bedanken. Denn zarte Babyhaut ist nicht diese klassische zarte Babyhaut, die man immer so kennt, dass man halt sagt, oh, das fühlt sich an wie Babypopo. Ist tatsächlich im realen Leben eher so, dass ein Babypopo sehr empfindlich ist. Und dann ist es immer ganz schön, wenn man eine gute Creme hat. Das hier habe ich jetzt für Julius kompletten Körper halt, ne? Also nicht Gesicht und unten, sondern halt so Beine, Arme, Bauchi und mega. Also das ist eine ganz, ganz tolle Creme. Ich mag sowieso echt gerne diese Weleda Babyreihe mit Calendula, also mit Ringelblume, weil die sehr angenehm hautberuhigend ist. Und die wird auch immer wieder empfohlen, wenn ich auch so beim Kinderarzt frage, welche Salbe kann ich für dies, das, Ananas verwenden. Die sagen immer, Ringelblume, 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 Ringelblume. Alles klar. Das ist wohl die 1A-Geschichte für Babys. Pflegecreme für Körper und Gesicht. Also theoretisch kannst du die auch fürs Gesicht verwenden. Da haben wir halt eine andere, die ich übrigens auch von einer Zuschauerin geschenkt gekriegt habe. Mega. Und ja, das hier war auf jeden Fall Rettung in der Not, im wahrsten Sinne des Wortes. Also richtig cool. Dann habe ich hier eine Maske aufgebraucht. Die war echt was. Die hat wach gemacht. Von Beauty Boost Tuchmaske mit Goldspitzendesign. Darf ich mittlerweile verwenden. Da ist Retinol drin, ne? Das ist mit Ceramiden, Hyaluron, Retinol, Niacinamiden. Das habe ich hier hinten drauf halt auch nochmal mir angemarkert, ne? Von den Inhaltsstoffen her. Ich weiß noch, meine Freundin Sandra hat mich relativ zu Anfang meiner YouTube-Zeit gefragt, sag mal, Claudia, kannst du eigentlich schon Inhaltsstoffe lesen? Da habe ich gesagt, nee, leider nicht. Und dann sagte sie auch, oh, schade. Mittlerweile, liebe Sandra, kann ich Inhaltsstoffe eigentlich recht gut lesen und ja, habe hier ganz tolle Eigenschaften drin, beziehungsweise ganz, ganz tolle Inhaltsstoffe, die meiner Haut einfach gut getan haben. Und ja, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Retinol ist halt immer so eine Sache. Jetzt kommt die Sonne ja immer mehr raus. Denkt bitte alle an euren Lichtschutzfaktor. Ich verwende Lichtschutzfaktor 50 oder 50 plus. Das ist halt immer so eine wichtige Kiste. Ich weiß nicht, wann ich dieses Video online stelle. Ob ich das online stelle, wenn ich mit Daltan schon in Malaga bin. Das heißt, schon meinen Code habe. Oder noch nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in der Zeit habe ich einen Code. Ne? Falls ich zu diesem Zeitpunkt noch keinen Code haben sollte, macht schon mal die Hautanalyse bereit. Bereitet euch mental und auch generell darauf vor, dass da was auf euch zukommt. Ansonsten ist der Code in der Infobox verlinkt und auch hier eingeblendet. Ne? Sehr, sehr geile Geschichte, ich sag's euch. Auf jeden Fall, diese Maske hat mir gut gefallen. So, und von Daltan gibt es nämlich einen mega geilen Lichtschutzfaktor fürs Gesicht. Für einen schmalen Taler, also ich glaube 22,90 kostet der, ne? Und da hast du aber 75 Milliliter drin, der reicht dir richtig lange und ganz, 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 ganz großartige Empfehlung von meiner Seite. Von Daltan habe ich hier auch etwas leer gemacht und zwar das Triple Ceramide Serum. Das ist dieses hier. Das ist einfach ein hautberuhigendes und sehr, sehr pflegendes Serum. Und ich mochte das gerne. Das hat von der Konsistenz her ist es nicht wie so ein klassisches Serum, sondern eher wie eine Lotion. Und ich habe keine Ahnung, warum ich die Umverpackung und das Produkt aufbewahrt habe. Ja, kann man machen. Mochte ich auf jeden Fall. Ne? Das ist hier ein Glasflakon und ein Pumper mit dabei. Sehr, sehr schön. Ich habe immer drei Pumper verwendet für mein Gesicht, Hals und ja, so anfänglich Dekolleté. Ne? Ich fand es einfach ein sehr cooles Serum, ein sehr cooler Booster. Und die haben ja diese High Concentrates recht neu auch im Sortiment und werden jetzt auch zu der Zeit, wo wir in Malaga sind, neue launchen. Stay tuned, Leute. Also das ist auf jeden Fall eins meiner Liebsten und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, da einfach mal vorbeizuschauen. Skin Repair, also das hier ist wirklich für die Hautreparatur und für die Hautberuhigung zuständig. Stelle ich mich hier mal zur Seite.
Mega gut. Mega Empfehlung auf jeden Fall. Ja, dann habe ich hier einen Tee mal ausnahmsweise mit reingepackt, denn das hat mir einfach geholfen. Das ist von DM Bio, der Salbei-Tee. Feinherber Geschmack. Bah, der hat einfach furchtbar geschmeckt. Bin ich ehrlich, mochte ich gar nicht, aber ich habe es halt getrunken. Ne? Ich habe das dann ziehen lassen und dann halt auf Ex weggezogen, weil ich den verwendet habe, als ich abgestillt habe. Ich bin da einigermaßen durch, würde ich sagen. Und das war halt wirklich ein Retter. Ne? Also abstillen ist hardcore. Ich hätte nie damit gerechnet, dass Abstillen ein so heftiger Prozess ist, dass das so schmerzhaft sein kann, sowohl körperlich als auch mental und psychisch. Alto Belli. Ich habe da echt ganz schön viel geweint und ja, habe jetzt aber in Anführungsstrichen wieder so ein bisschen Freiheiten oder mein Körper für mich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, dass ich habe 5 Monate gestillt und das war auch eine schöne Zeit und auch eine wichtige Zeit. Und Julius hat es, glaube ich, auch sehr gut getan. Aber es hat ihm auch sehr gut getan, dass ich jetzt die Entscheidung getroffen habe, umzustellen und halt nicht mehr zu stillen. Denn ich merke einfach, dass er jetzt aktuell sehr großen Hunger hat und ich käme dem einfach nicht mehr gerecht. Oder ich würde dem auch in dem Sinne mit meinem Körper nicht mehr gerecht werden. Also ich bin tatsächlich auch am Ende der wirklich Hochphase Stillzeit, bin ich wirklich im Stock gegangen. Und musste dann halt auch einfach die Reißleine ziehen und habe dann schon 1-2 Wochen eher abgestillt, als ich es eigentlich geplant habe. Aber nichtsdestotrotz, alle sind glücklich, alle sind gesund und ich glaube, das ist die Hauptsache. Alles, was so um Stillen und so weiter, da gibt es 1000 Meinungen, eine ganz schwierige Geschichte. Und ja, unterm Strich meine Meinung dazu. Hört auf euren Körper und hört auf das, was das Kind möchte, also ne, so in Abstimmung. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, also dass die Mutter und das Kind im Zusammenspiel die Entscheidung zu treffen haben und niemand anderes von außen da in irgendeiner Art und Weise was zu melden hat. Und das ist so mein Empfinden. So, dann habe ich hier eine Maske leer gemacht von Balea, die Tuchmaske Fruity Peach. Das ist jetzt diese relativ neue Limited Edition. Hat wieder mal eins von diesen doofen Fliesen. Das ja, hat man mal so bei Balea. Ne? Ja, die Pflege ist okay, der Duft ist lecker, aber es wäre jetzt keine Maske, die ich mega empfehlen würde, weil halt da einfach das Vlies blöd ist und die Pflege halt nur okay. Da hat Balea tatsächlich auch schönere Masken im Sortiment. Dann habe ich hier Augenpatches von Snake oder nee, von Rodale, die Snake leer gemacht, aufgebraucht. Jelly Eye Patches, die mag ich einfach immer wieder gerne. Die sind top. Ganz tolle Patches. Dann habe ich ein Handpeeling gemacht. Ich habe euch hier so ein Video gedreht zu meiner Nagelroutine, Handpflegeroutine. Und ja, gestern habe ich meine. Nee, heute habe ich meine Nägel neu gemacht. Gestern habe ich sie halt abgemacht und gepeelt und ich habe zu früh zu viel gewollt und das ein oder andere Nageldesign ist ein bisschen in die Hose gegangen. Egal. Von Human & Kind habe ich jetzt aktuell auch wieder in Anwendung. Es ist das Moisturizing Hand Scrub mit Elderflower und Raspberry. Also ich mag das. Ne? Das ist meiner Meinung nach ein schönes Handpeeling. Man kann sich aber auch ein günstiges Körperpeeling alternativ nehmen, ne? Weil ich glaube, das ist gar nicht mal so günstig. Dann habe ich hier von Airwick Life Sense ein Duft leer gemacht. Raumduft steht bei uns einfach im Badezimmer, sprüht da so vor sich hin. Tag am Meer, ja, war jetzt nicht so. War schön vom Duft, aber war nicht so intensiv. Ich finde, die Domol-Düfte sind viel intensiver. Keine Ahnung, finde ich sehr interessant, weil Domol ist ja, kostet nur die Hälfte oder so, ne? Ja, und Domol funktioniert, wusste ich nicht. Also jetzt funktioniert es halt, ne? Ja, ich war sehr glücklich darüber. Ja, noch ein Tee habe ich leer gemacht und zwar marokkanische Minze von Lord Nelson. Ich weiß gar nicht, wo man die kriegt. Ist das Aldi oder ist das Lidl? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall mega lecker. Den konnte ich auch tatsächlich ohne Honig, ohne Zucker oder sonst irgendwas trinken. Den mochte ich wirklich richtig gerne. Den Salbei-Honig-Tee von Aldi kann ich auch sehr, sehr empfehlen, weil da braucht ihr auch keine zusätzliche Süße. Also ich brauche es nicht. Ne? Das ist auch zu dem DM Bio eine gute Alternative. Der DM Bio ist einfach nur... dann habe ich hier... Komm, ich mache noch ein bisschen Beauty. Die Kyra Gem Next Level of Skincare 7 Days Spa Resilience oder Resilience Soothing Rescue. Das sind Ampullen, ne? Die halt beruhigen. Sind okay. Haben nur so ein komisches Kram drin, was sich anfühlt, als wäre die Ampulle blöd zerbrochen und als hätte man Glassplitter im Gesicht. Bin ich jetzt mal ehrlich, ne? Das finde ich irgendwie merkwürdig, aber jo, sind okay. Finde ich aber bei weitem nicht so genial wie die von Dalton. Nicht nur, weil ich die Kooperation habe, sondern weil die halt wirklich geil sind von Dalton. Und ja,
Da würde ich dann eher zugreifen. Bin ich einfach mal ehrlich. Ich habe so ein paar Masken gemacht, einfach auch wegen der Farbe. So auch diese hier, L'Oreal Men Expert. Aber die war echt gut. Hydra Energetic, Hydra Energy. Überraschend gut fand ich diese Maske. Hat einen Top-Fleece, die war richtig nass, wie ein Saugnapf im Gesicht. Richtig gute XL-Form, erfrischt und erholt sah meine Haut danach aus. Ich weiß nicht, habe ich ein Männergesicht? Also für mich war das echt die perfekte Passform. Fand ich großartig, kann ich mega empfehlen. Und man hat wirklich ein komplett knalloranges Gesicht damit. Fand ich auch wieder witzig. Okay, dann habe ich von Starskin Dream Kiss, das hatte ich in dieser Look Fantastic Maskenbox drin, Plumping and Hydrating, diese Lippenmaske gemacht. So eine ganz, ganz dünne Geschichte. Ich habe die damals immer verteufelt, nicht, sondern habe gesagt, die bringen nichts. Aber wenn du wirklich den ganzen Tag Liquid Lipstick getragen hast oder ich hatte eine dicke, fette Erkältung und ich hatte hier alles wund, machst du dir drauf, schiebst du dir ein bisschen höher und hast dann quasi die Lippe bis hier unten. Du musst halt den Mund zuhalten, ne? Also zulassen mal für ein paar Minuten, dass du halt das dann auch noch hier bis hier oben hast. Das pflegt richtig toll. Mochte ich richtig gerne, gerade so nach einer dicken Erkältung oder während einer Erkältung. Jetzt nicht, wenn die Nase zusitzt, dann kannst du nämlich nicht mehr atmen. Aber das war schon gut. Dann habe ich leer gemacht, das Gesichtsspray Melon von Alverde Naturkosmetik. Das war, naja, also ich habe es verwendet, um Schwämmchen anzufeuchten, und ich habe es verwendet, nachdem ich meine cremigen Texturen aufgetragen habe, um das halt aufzutragen und damit sich alles miteinander ein bisschen verbindet, ne? Dafür verwende ich das ganz gerne. Das hat geschäumt und deswegen war das echt blöd. Und dieses Schäumen, da habe ich dann teilweise halt auch in den Haaren gehabt und habe das richtig gehört. Oder wenn ich dann hier so einen Schaumpfropfen hatte, so, ne, hat das dann so vor sich hingezischt. Naja, würde ich jetzt nicht nachkaufen. Dann habe ich Klopapier leer gemacht, Bier. Das musste ich einfach jetzt hier mitbekommen. Das ist so süß. Aber leider, und das ist so schade, nur hier auf der Verpackung so schön. Das hat es jetzt nicht so hübsch mit diesem Fuchs und Hase sagen sich gute Nacht auf dem Klopapier, ne? Das hätte ich hier süß gefunden. Das war nicht so hübsch. Aber gut, ich mag halt gerne Limited Edition Klopapier. Das ist von Alouette von Rossmann gewesen. Dann habe ich leer gemacht hier von La Nuit Trésor von Lancôme. Das parfümierte Duschgel hat sehr, sehr toll geduftet. Also da mochte ich den Duft auch sehr, sehr gerne. Und ich finde sowas auch vollkommen in Ordnung, unter der Dusche anzuwenden. Dann riecht das Badezimmer. Oh, richtig, richtig schön. Ja, das mochte ich gerne. Ist aber halt kein günstiges Produkt, aber habe ich sehr, sehr, sehr genossen. Dann habe ich eine Gesichtscreme leer gemacht. Ich wollte einfach mal wieder was von Clinique verwenden. Ich bin ja so ein Clinique-Fan, ne? Moisture Surge, 72 Stunden Auto Replenishing Hydrator habe ich als Tagescreme verwendet. Und das war halt wirklich so eine gelige Geschichte. Aber die fand ich schön. Die fand ich leicht und angenehm. Ist, glaube ich, richtig geil im Hochsommer. Da kann ich mir die richtig gut für mich auch vorstellen. Oder halt auch für ölige Häutchen. Eine ganz tolle Geschichte. Hinterlässt einfach eine ganz schöne Haut, die mit Feuchtigkeit versorgt ist. Aber nicht so ein Fettfilm oder sowas hätte. Ne? Also das ist halt wirklich dann von innen und du merkst es richtig. Und das fand ich ganz, ganz toll. Ja, sehr empfehlenswert, Leute, nach wie vor. Von Beauty Mates habe ich auch eine Creme leer gemacht, und zwar die Hyaluron Cream Boost, die 24-Stunden-Feuchtigkeitspflege. Hier hast du Rosskastanie drin, was dann ja quasi die Feuchtigkeit in der Haut behält und so weiter. Und super viele tolle pflegende Geschichten sind hier mit drin enthalten. Du kannst halt die Produkte von Beauty Mates immer schön kombinieren, dass du die Booster damit reinmachst und so weiter. Ich mag das halt gerne als Basiscreme. Hat keinen Duft, also ich mag den Eigenduft davon einfach auch super gerne. Und habe ein Haar hier dran, sehr schön. Ganz tolle Creme, ganz tolle Firma, ganz tolle Booster. Sehr empfehlenswert. Dann habe ich hier leer gemacht von M. Asa Magic Hair Super Lift Neck Cream. Also die habe ich verwendet für Hals und Dekolleté. Denn es ist halt einfach so, dass, ja, also, wenn man halt denkt, dass das Gesicht halt bis hier nur gepflegt werden müsste, dann hast du eine wunderschön zarte, gepflegte und aufgeplumpte, frische Gesichtshaut. Wenn du dann aber mal was anderes als einen Rollkragenpullover anziehst, wenn du so ein bisschen älter bist als 25 Jahre alt, dann sieht man halt irgendwann, dass du vielleicht vergessen hast, den Rest deines Körpers auch mitzupflegen. Also da ist halt wirklich Hals eine ganz wichtige Geschichte. Dekolleté ist auch eine wichtige Geschichte. Bei mir nicht so ultimativ, denn ich habe nicht so Megamöppen, ne? Also das ist halt bei mir wirklich eine entspannte Kiste. Aber ich habe es halt auch gemerkt, als ich meine Stilloberweite hatte,
Hast du gesehen, dass da vielleicht die ein oder andere Falte war? Auch wichtig sind tatsächlich Hände, ne? Handrücken und so. Da einfach mal so ein bisschen drüber nachdenken und wenn man sich dann halt pflegt, dass man vielleicht mit solchen Produkten sich nochmal mehr daran erinnert fühlt. Ansonsten brauchst du sowas jetzt nicht explizit und ziehst einfach deine komplette Pflegeroutine bis hier durch. Das ist, glaube ich, das Wichtige, ne? Jo, dann habe ich hier noch eine Ampulle von Dalton leer gemacht und zwar die Multitasking. Das ist so eine mattierende, also die musst du halt auch wirklich schütteln, weil da ist so ein leichtes Puder drin oder Pulver. Und wenn man das dann aufträgt, perfektioniert es halt auch in dem Sinne. Es gibt eine Feuchtigkeitspflege, es gibt aber auch einen leicht mattierten Effekt. Mag ich sehr gerne, ist aber tatsächlich nicht meine Lieblingsampulle. Meine Lieblingsampulle ist die Caviar Deluxe. Dann habe ich hier von der lieben Emmy von Yves Rocher etwas zugeschickt bekommen. Und zwar ist es ein Solid Brush Cleanser, also quasi eine Pinselseife. Die habe ich mit diesem Magnetding einfach an meinem, was ich halt von Wingard gekriegt habe in der Kooperation, ne, habe ich das einfach befestigt an unserem Fliesenspiegel. Und ja, da habe ich dann immer so ein Stück und immer wenn ich dann halt meine Pinsel reinige, kann ich das ja einfach abnehmen und dann mache ich meine Pinsel damit sauber. Die ist ganz gut. Aber ich persönlich mag immer noch die von Da Vinci lieber. Und die von Luvia ist sowieso nochmal ein großes Stück besser, aber halt auch irgendwie ein Vielfaches teurer. Genau, das heißt, die würde ich persönlich jetzt nicht so wirklich nachkaufen. Da ist die von Da Vinci oder eben auch von Luvia einfach viel, viel besser. Dann habe ich hier aufgebraucht die MZ Skin bei Dr. Mariam Zamani Anti-Pollution Hydrating Face Mask. Die ist sehr gut, aber rutscht und fällt so ein bisschen runter, ne? Also ich bin halt auch so ein Hibbelkind. Ich setze mich ja nicht einfach hin oder lege mich hin und warte, dass die Maske dann ihre Wirkung vollbringt, sondern wenn ich mir eine Gesichtsmaske abends auftrage, dann creme ich mich ein, mache Pediküre, Maniküre, sowas alles, ne? Und da bewege ich mich, habe meinen Kopf dann auch mal so und wenn dann eine Maske zu schwer ist, dann macht es auch mal Flop. Und ja, das hat es hier leider gemacht. Aber sie hat halt eine Pflege gegeben, war so eine zweigeteilte Maske. Ist halt dann schade, wenn so eine gute Maske dann so Schaukakao sagt. Apropos Masken, die mache ich auch gerne morgens. Morgens habe ich immer so 7 Pöttchen da stehen und ja, verwende die dann morgens beim Zähneputzen. Da habe ich jetzt hier von NYX die Intermask aufgebraucht. Detoxifying and Glow Mask. Die hatten wir mal bei der My Little Box beigehabt. Da gab es so ein Dreier-Masken-Set. Und ja, die habe ich verwendet. Da hast du halt wirklich ein schwarzes Gesicht mitgehabt. Also Julius ist meistens bei mir mit im Badezimmer, wenn ich mich morgens fertig mache. Der hat mich auch angeguckt, als wäre ich irgendwie total bekloppt auf einmal, weil ich so komisch aussah. Hat aber auch wirklich gut gepflegt. Danach hatte ich auch eine erfrischte Haut. Detox-Effekt habe ich jetzt nicht so super damit festgestellt, aber schon meine Haut hatte Strahlkraft, also sie hat frischer ausgesehen. Das kann man wirklich der Maske zuschreiben. Das hat schon funktioniert. Dann habe ich hier noch eine Maske gemacht von Eveline Cosmetics, die Power Shake Mask Moisturizing mit Probiotika bekommt ihr bei Cosmetic for Less. Und die fand ich top. Das war eine Crememaske und war leicht lilamäßig dann halt auch im Gesicht, aber die hat auch wirklich schön gepflegt, hat Feuchtigkeit gespendet und die ist auch noch bio offensichtlich. Also hat Bio-Reismilch, Bio-Blaubeere, Bio-Himbeere, Bio-Shea-Butter, Bio-Kia und Bio-Goji-Beere drin. Ja, mochte ich. Dann habe ich, das habe ich mir jetzt angewöhnt, jeden Morgen wirklich Zahnseide zu verwenden, denn ich habe in so vielen Boxen in letzter Zeit Zahnseide-Sticks drin gehabt, dass ich mir gedacht habe, alles klar, die brauchst du jetzt mal auf. Jeden Morgen nach dem Zähneputzen verwende ich Zahnseide-Sticks und danach mache ich eine Mundspülung. Und ich muss wirklich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass meine Zähne dadurch sich frischer fühlen und ich auch einen frischeren Atem habe. Heißt das, dass ich jetzt sonst immer mit Essensresten zwischen den Zähnen rumgerannt bin? Man weiß es nicht. Ich kann euch nur empfehlen, verwendet Zahnseide. Alle Zahnärzte, Zahnarzthelfer und sonst alle Leute predigen euch immer wieder, verwendet Zahnseide. Das verhindert Karies bzw. ist präventiv. Und ich muss es mir auch immer wieder anhören, wenn ich bei der PZR bin, dass es sinnvoll wäre, Zahnseide zu verwenden. Ja, mache ich jetzt tatsächlich mal so ein bisschen regelmäßiger. Achso, das hier war jetzt von The Humble Co. mit pflanzlichen Rohstoffen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, aus Bambus oder so ist es dann, glaube ich, dann, ne? Entwickelt von Zahnärzten in Schweden. Design 40 Stück sind hier drin. Läuft. Dann habe ich hier ein Ampullenset von Dalton leer gemacht. Und zwar das Hello Flawless Skin für ebenmäßige mattierte Haut. Ist jetzt nicht so das, was ich absolut anstrebe, aber ich habe es zugeschickt bekommen. Ich habe es ausprobiert und ich mag es. Wir haben hier drin,
weiß gar nicht, 3 von den Multitasking-Ampullen und 2 von den No-Filter-Needed-Ampullen. Und die Multitasking habe ich euch eben gezeigt, die sofort mattierende Ampulle gegen fettige Haut, ne? Und die No-Filter-Needed-Ampulle ist eine hautbildverfeinende Ampulle für makellose Haut. Also im Prinzip sind beide Ampullen eben mit ihren Wirkstoffen dafür da, um euer Hautbild einfach entspannter aussehen zu lassen, den Fettglanz zu nehmen und da einfach einen ebenmäßigeren Ton zu hinterlassen. Also das ist halt wirklich was für die öligen Häutchen unter euch, die halt auch gerne so mattiert mögen, ne? Ansonsten hat Dalton ja auch super andere Ampullensets, auch Anti-Aging und so weiter. Schaut da gerne auch mal vorbei. Auch da gilt natürlich der Code drauf. Ne? So, auch von Dalton Augenpatches. Die sind immer so genial, Leute. Wenn ihr irgendetwas Geniales vorhabt, ein Event, eine Hochzeit, dies, das, Ananas, Geburtstag, verwendet diese Dinger. Die sind so schön. Das sind so Saugnäpfe unter den Augen und damit könnt ihr über Kopf staubsaugen an der Decke. Ja. Sofern ihr das schafft, da oben Staub zu saugen. Aber es ist halt wirklich so, dass die richtig gut halten, was nicht alle Eyepatches machen. Eyepatches haben gerne mal die Angewohnheit, sich über den Zeitraum so ein bisschen in alle möglichen Richtungen zu bewegen. Das machen die hier safe nicht. Die haben eine ganz tolle, so eine, ja, nicht gittermäßig, sondern so hubbelig ist es halt irgendwie, ne? Ja, hält auf jeden Fall sehr gut auf der Haut und das hinterlässt ein ganz tolles, frisches Aussehen. Das funktioniert alles besser nachher mit dem Schminken und der Concealer sieht dadurch besser aus und hält auch besser und gönnt euch die auf jeden Fall. Solltet ihr bei Dalton bestellen, packt euch die auf jeden Fall mit in den Warenkorb und dankt mir später. Die sind wirklich, wirklich gut. Ich kann es nur empfehlen. Noch eine Lippenmaske von Starskin habe ich verwendet. Ja, ganz offensichtlich hatte ich ein derbes Bedürfnis danach. Dann habe ich auch noch eine Peptid-Geschichte verwendet von The Sam. Das ist jetzt eine neue Geschichte bei Cosmetic for Less. Kann ich auch empfehlen, fand ich top, war eine Tuchmaske, fand ich auch schön, war nur leider nicht lila, das Vlies, das war halt auch einfach weiß. Vor ziemlich genau einem Jahr, also ich habe ungefähr ein Jahr gebraucht, um diesen Leave-In-Conditioner aufzubrauchen von Kaimana, mega. Also als ich mit Dalton und vielen wundervollen Ladies auf Corfu war, letztes Jahr, haben wir dieses Produkt in unseren Badezimmern vorgefunden und uns gefragt, wo kommt das denn weg? Haben wir das von Dalton? Hat Dalton jetzt Haarpflege? Nee, die haben irgendwie mit Kaimana zusammen irgendwie Verbandlungen, keine Ahnung, und haben dann deswegen dieses Produkt für jede von uns auf das Hotelzimmer stellen lassen. Alto Belli, das war so schön. Das hat ganz toll die Haare gepflegt und hat auch noch Hitzeschutz gegeben. Ich fand das Einzige hier, was ich schwierig fand, fand ich die Applikation, weil du machst es dir halt nicht, dass du, also ich persönlich konnte es nicht direkt in die Haare sprühen, weil das doch sehr fest rauskommt. Ich habe das halt in meine Hände gesprüht, ich glaube 5 Pumpsprühe habe ich immer genommen, dann habe ich das in den Händen verteilt und das dann in meine Haare so eingearbeitet. Genau, also ich hätte es halt cooler gefunden, wenn ich das direkt hätte aufsprühen können, dann hätte man sich einen Einarbeitungsschritt quasi gespart. Ja, ist aber ein super Produkt, was tolle Haare gemacht hat, eine tolle Haarpflege, kann ich euch empfehlen. Amelie with Love hat, glaube ich, eine Kooperation und ich glaube, die liebe Melli, Mello Flori auch. Die könnten dann gegebenenfalls auch einen Code für euch haben. Schaut gerne mal bei den beiden hübschen Damen vorbei. Ja, die Zeit der Stilleinlagen ist nun auch offiziell beendet. Mamas Baby Dream Stilleinlagen, besonders saugfähig, sanft zur Haut. Also die von Rossmann sind schon besser, denn die von DM wandern und klappen irgendwie ständig um und so. Also die haben mir echt nicht gut gefallen, hatte ich aber tatsächlich hauptsächlich in Anwendung und die von Rossmann habe ich jetzt nur so 1-2 Packungen leer gemacht, weil die einfach auch, glaube ich, ein Müh teurer waren. Ja, sind aber theoretisch besser. Ja, genau. Aber brauche ich jetzt nicht mehr. Yay. Dann habe ich hier von BioEffect die Imprinting Hydrogel Mask leer gemacht, beziehungsweise verwendet Hydrating Face Mask with Hyaluronic Acid. Schlabberig, aber gut, habe ich mir hier aufgeschrieben. Das ist eine zweiteilige Maske gewesen und ja, die hat gut gepflegt, die hat mir gut gefallen. Aber ich glaube, die ist auch gar nicht mal so günstig, denn BioEffect ist eine Marke, die recht hochpreisig ist. Meine liebste Zahnpasta habe ich aufgebraucht von Elmex, die Repair and Prevent, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ja, ich habe halt so ein bisschen freiliegende Zahnhälse und die hilft mir einfach, dass alles ein bisschen entspannter ist und ja, die pflegt mich halt. Meine Zähne, meinen Mundraum und so. Dann habe ich hier so eine Zitronella-Kerze leer gemacht. Ja, kann ich euch jetzt hiermit mal zeigen. Ist leider total blöd abgebrannt. Wirklich nicht schön, ne? Die kommt dann
in den Restmüll. Dann habe ich hier, auch da Nagelroutine, wisst ihr Bescheid, von Evelyn Nagellackentferner Express. Das ist halt das Ding, das Pöttchen, wo du deinen Finger einfach nur reinstecken musst und dann ruckzuck ist dann der Nagellack ab. Bei mir hält sowas auch schon eine ganze Weile, aber irgendwann ist das Schwämmchen halt auch echt irgendwie dabei, sich aufzulösen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist halt so, wenn ich jetzt meinen Finger reindippe, kommt da ziemlich rot auch wieder raus. Und ja, das Schwämmchen ist halt auch ziemlich auseinandergefusselt. Weil wenn ich dann so halt Nagellack habe, der Glitzer ist, gehe ich auch damit rein. Und dann am Ende bleibt halt quasi nur noch der Glitzer drauf. Und entweder schrubbel ich so lange dran rum, bis der Glitzer auch untergeschrubbelt wurde. Oder ich nehme halt einen Klopapierstreifen und knibbel das dann quasi ab damit. Ja, aber dadurch zerstört man sich halt auch ein Stück weit das Schwämmchen. Achso, ich glaube, sowas muss tatsächlich auch in den Restmüll. Ne? Ich glaube, in den Plastikmüll darf man, wenn überhaupt, nur die Umverpackung geben. Dann habe ich hier Hyaluronic Acid von Beauty Pro. Auch das kam aus dieser Look Fantastic Maskenbox. Mit Q10, Sojabohne, Hyaluronsäure, 20 Minuten lässt du es drauf. Fand ich super. Und irgendwie ist es warm geworden. Fand ich interessant, obwohl eigentlich Q10 mehr so dieses belebende, kühlende macht. Das fand ich echt interessant, aber fand ich schön. Dann habe ich hier, ich habe echt viele Masken aufgebraucht, Leute. Diese von Holika ist es, glaube ich. Genau, Shea Butter Pure Essence Mask Sheet. Top Fleece, ist richtig nass. Hat für 2 Anwendungen gereicht. Sehr nährend und beruhigend. Ich mochte das richtig, richtig gerne. Habe mir sogar ein Herzchen hinten drauf gemalt. Eine schöne pflegende Geschichte. Dann habe ich hier Staubwedel von Profissimo mit Bezügen. Ja, holt euch die günstigen. Müsst ihr nicht die teuren holen. Sind eine coole Geschichte. Finde ich auch immer wieder nice, gepeisy. Und ich habe keine Ahnung, warum ich sowas hier immer reinschmeiße. Oh, Käse. Dann habe ich hier ein Duschgel leer gemacht. Body Wash Sweet Bloom Scented habe ich von Daniela mal gekriegt. Das ist richtig süß. Der Duft war auch sehr angenehm, schön blumig. Aber das war leider viel zu flüssig. Also ich mag das schon ganz gerne, wenn ich irgendwie so ein Produkt habe, was ich dann halt auch richtig gut verteilen kann. Das ist mir richtig so runtergelaufen. Also das, da musste man halt echt schnell sein und irgendwie, das war unpraktisch. Aber ich bin halt auch manchmal sehr komfortabel unterwegs, ne? Aber es war ein schönes Duschgel, hat halt sauber gemacht. Dann habe ich meinen Weichspüler hier leer gemacht von Frosch. Sensitiv Weichspüler mit Baumwollblüte. Verwenden wir natürlich nicht für Julius Wäsche, sondern nur für unsere Wäsche. Und ja, den würde ich auch genauso, wie er ist, immer wieder nachkaufen. Jetzt gerade hatte ich einen in der Trend Raider Box von Ecovea, genau, der wird aufgebraucht, aber danach kaufe ich wieder die nach, weil es ist viel weniger Verpackungsmüll und es ist Frosch, was irgendwie so ein bisschen grün Hintergedanken hat. 100% vegan ist auch ganz charmant, ne? Von The Body Shop habe ich die Edelweißmaske aufgebraucht, enriched with Leontopodic Acid and Peptides, smooth and protect. Jo, nass und pflegend fand ich das Produkt, leider ein zu dickes Vlies, aber wie gesagt, nass und pflegend ist doch eine schöne Sache. Schade, wirklich schade. Warum machen die Firmen das, dass die halt so dicke Fliese verwenden? Ich verstehe das gar nicht, weil ansonsten wollen doch alle immer überall sparen, ne? Also halt auch an Produkten. Das ist wirklich verrückt. Dann habe ich hier noch ein Produkt von Heimisch, die Marine Care Eye Cream. Die fand ich sehr, sehr gut. Die fand ich richtig, richtig schön. Das K-Beauty, also koreanisch, 30 ml sind hier drin. Hatte ich, glaube ich, im Stylevana Adventskalender oder so drin dieses Jahr. Eine ganz tolle, recht feste Creme, die aber schön unter den Augen gepflegt hat. Ich habe erst gedacht so, oh, weil die halt so grün rauskam, ne? Oje, oje, nicht, dass es irgendwie dann halt auch Verfärbung gibt oder so. Nee, nee, also die war wirklich cool, sehr empfehlenswert. Kann ich euch einfach mal empfehlen, ne? Dann habe ich hier von Dalton ein Produkt leer gemacht und zwar ist das der Reinigungsschaum Premium Clean All Skin Types. Den mag ich auch wirklich gerne, der ist sehr sanft zur Haut und beim Double Cleansing nimmt er halt quasi den, ja, beim zweiten Schritt, ne, den ganzen Kram vom Gesicht runter. Also mit dem Calm-Balm, mit dem Reinigungsbein breche ich erst mein Make-up ja auf und sehe dann auch echt aus, als wäre ich gerade hier aus der Kohlegrube entstiegen. Ja, wir sind hier Bergarbeiter-Gegend, ne? Ich war tatsächlich auch schon mal unter Tage. Mega cool. Mittlerweile kannst du nicht mehr unter Tage, weil die haben das, glaube ich, geflutet. Ja, die haben den für dich gemacht. Unglaublich. Auf jeden Fall ist es ein sehr schöner Reinigungsschaum, der dann halt den Rest vom Schützenfest einmal richtig schön runtergenommen hat. Und ich hatte danach halt auch keine Panda-Augen oder so, was aber eher dem Kornbaum zuzuschreiben ist. Aber ich mochte das gerne. Auch hier habe ich nicht das Problem, dass es in den Augen brennt, sondern ich kann die Augen aufmachen, auch wenn ich mich am Abwaschen bin oder so. Manchmal hat man Situationen, wo man die Augen dann trotzdem irgendwie mal spontan öffnet.
öffnen möchte oder muss. Ja, ne? Ist ein gutes Produkt, aber ganz ehrlich, der von Balea Med tut's auch. Trotzdem schönes Produkt. So, dann habe ich hier noch weiter von Garnier Skin Active Hyaluron Cryo Jelly Antimüdigkeit. Die habe ich mir gekauft. Die haben richtig schön gekühlt. Die waren ganz top, ganz nass und waren vom Patch her ein Vlies. Also auch sehr, sehr dünn und sehr, sehr angenehm. Kann ich euch wirklich so für morgens auch empfehlen. Gibt einen schönen Wache-Kick. Auch von Garnier Skin Active habe ich hier die 2% Niacinamid-Maske Detox. Und das ist eigentlich für Mischhaut. Ich habe jetzt keine Mischhaut, aber ich habe eine Haut, die Niacinamide liebt, weil das halt auch irgendwie so eine beruhigende Wirkung auf meine Haut hat. Und die mag ich auch immer sehr, sehr gerne, weil das so, du musst die nur 5 Minuten drauf lassen. Das ist eine ganz dünne Geschichte. Ich meine die komplette Reihe davon, ne? Die sind richtig genial. Ganz dünnes Vlies, mega schön getränkt, aber nicht zu nass und macht einfach einen tollen Effekt. Kann ich euch auch wirklich ans Herz legen. Ja. Wir hatten alle eine dicke, fette Erkältung. Alle ist gut, Schatzi und ich. Erst ich, dann Schatzi. Schön. Dementsprechend hatten wir einen regen Verbrauch an solchen Kosmetiktüchern oder eben Taschentücherboxen. Es ist halt schön, wenn die halt rumstehen. Du kannst eben einen rausziehen. Und Fun Fact, was wir herausgefunden haben. Wir können alle Spielzeuge, die wir haben, entsorgen. Das ist Julius' Lieblingsspielzeug. So Tücher rauszureißen und wieder durch die Gegend zu schmeißen oder in den Mund zu stecken. Super. Oh Mann, mein liebstes Körperpeeling, was aber ein richtiger Spa-Moment ist, Leute, ist das von Dalton, das ist das Ingwer-Meersalz-Peeling. Du musst ein bisschen aufpassen, wenn du dich gerade so ganz frisch rasiert hast, ne? Da solltest du dann vielleicht nicht unbedingt direkt mit dem Ingwer-Meersalz-Peeling drüber hauen, weißt du Bescheid, es brennt wie Feuer. Das hier ging tatsächlich noch gerade so, ich hatte mal andere Salz-Peelings, da habe ich gedacht, mir fällt die Mumu ab, aber alles gut. Ganz toll, ganz pflegend. Du hast nachher keinen Fettfilm, hast aber trotzdem eine genährte Haut. Wenn du nicht so eine Trockenpflaume bist wie ich, dann brauchst du dich danach halt auch nicht eincremen, ne? Ganz schön und angenehm auf der Haut. Nicht so dieses, also es schrubbelt schon, aber es hat nicht dieses, ich reiß mir die Haut ab, schrubbeln. Also ich mag das gerne. Das hat einen ganz tollen Spa-Duft. Und wenn ich das anwende zu Hause, dann ist es halt wie, ich bin hier in einem Spa. Oh, das als Raumduft, Dalton, das wäre traumhaft. Das wäre richtig schön. Also ich fände es auch wirklich cool, wenn Dalton Raumdüfte rausbringen würde, weil es einfach passen würde, ne? Ja, mega cool. Richtig, richtig cool. Kommt hier hin. Das kommt auch hier hin. Ja, egal. Ja, eine Mascara habe ich ja aufgebraucht. Von L'Oreal, die Unlimited Mascara. Das ist die mit dem Gummibürstchen, die man halt so knicken kann. Das ist mit so einem Tannenbaumbürstchen. Ich mochte die ganz gerne und die hat bei mir auch ein schönes Ergebnis gegeben. Und ja, kann ich empfehlen. Ist halt in der Verstauung? Nein. In der Aufbewahrung etwas klobig, ne? Aber eine sehr, sehr coole Mascara. Man braucht jetzt nicht unbedingt, dass man die abknicken kann und dann halt so tuschen kann. Vor allem bricht man sich da halb das Handgelenk, wenn man das nicht gewohnt ist. Aber eine schöne Mascara, die ich euch wirklich empfehlen und ans Herz legen möchte. Kriegt ihr in der Druckerie, glaube ich, immer noch, ne? Die ist ja schon recht lange da. Dann habe ich hier von Emmy Invisibobbles bekommen. Das sind einfach ganz normale Invisibobbles. Telefonkabelhaargummis habe ich hier auch gerade eins drin. Sehr empfehlenswert. Dann habe ich hier von Ava & May eine Duftkerze aufgebraucht. Die hat hier hinten gebrannt von Mallorca, Spanien. Die brennt halt immer richtig toll aus hier, ne? Der Wahnsinn. Also da siehst du ja nichts mehr an Wachs. Ich bewahre diese Umverpackung immer auf, weil ich jemanden gefunden habe über eBay Kleinanzeigen. Und die gießt darin quasi Kerzen wieder neu. Und jetzt blinkt auch noch der Akku. Was soll das denn? Ich habe doch nicht mehr so viel hier. Mann, Mann, Mann. Was ein freches Ding. Okay, Masken. Natürlich habe ich von Décolleté Liposome Moisture Liposome Mask Intensive Recovery Radiance Mask. Ja, mega fließ, flexibel, der Glow ist da, Hydration ist da, richtig gut. Look Fantastic Maskenbox. Komisch, hier steht Not for Sale drauf. War in der Look Fantastic Maskenbox, wie gesagt, und mochte ich halt gerne leiden.
sehr empfehlenswert. So, hier habe ich jetzt nämlich eins von diesen Maskensets von Dalton, die halt so voll mein Ding sind. Das ist die Bye Bye Wrinkles Marine Anti-Aging Power. Und da haben wir drin zweimal die Caviar Deluxe Maske, weißt du Bescheid. Zweimal die Anti-Falten-Ampulle, das dürfte dann die Extreme Lift gewesen sein, ne? Und einmal die Marine Stammzellen-Ampulle, die C-Ampulle. Die Caviar Deluxe Ampulle macht halt alles schön, das macht so ein tolles Hautbild. Man sagt dazu ja Hochzeitsampulle auch, also das macht alles, was meine Haut haben möchte. Sie nährt die Haut, sie macht so einen Flawless Skin Effekt. Das ist eine nährende Kollagen-Booster-Ampulle für strahlende Haut. Mega. Und die Extreme Lift-Ampulle ist eine Lifting-Ampulle mit Sofort-Effekt. Yo, die macht wirklich ein Lifting-Gedönsen, kannst du dir auch super auftragen, bevor du Make-up aufträgst. Und die C-Ampulle, Marine Stammzellen-Ampulle, hat eine hochkonzentrierte Anti-Aging-Ampulle zur Zellerneuerung. Da siehst du nicht viel in der direkten Anwendung, aber sie macht halt was mit der Haut. Ne? Das heißt, langfristig gesehen wirkt dieser Wirkstoff halt ordentlich. Dann habe ich nochmal Augenpatches leer gemacht. Ihr seht, ich feiere die leicht. Jo, da habe ich mir gedacht, Augustinus Bader. Ich möchte mal ausprobieren, ob diese sackteure Creme auch wirklich so ihren Preis wert ist. Da habe ich verwendet die The Rich Cream mit TFC 8. 15 ml waren hier drin. Und es war eine wirklich gute Creme, die ich als Nachtcreme verwendet habe. Super, super reichhaltig. Also da muss man wirklich aufpassen, dass es nicht fettig wirkt. Aber im tiefsten Winter, mit der krassesten Heizungsluft, ist das eine Creme, die ich euch wirklich ans Herz legen kann, wenn ihr eine Trockenpflaume seid. Wenn ihr aber sowieso ein öliges oder ein Mischhäutchen seid, Finger weg davon. Das ist eine sehr, sehr nährende Geschichte. Wir hatten die ja in gefühlt jedem Adventskalender drin. Ultra-Ding. Ist das jetzt hier Glas oder ist das Plastik? Nee, das ist Glas hier unten, ne? Kriegt man das hier dann hier oben auch ab? Jo. Mach ich. Nee. Oh. Oh. Nee, das geht leider nicht. Schade, Schokolade. Oder? Nee, das geht nicht. Da klemme ich mir gleich die Finger hier ein. Ich kenne mich doch. Oh. Okay, das hier geht dann in Glas und das hier geht in Plastik. Mülltrennung, Leute, das ist auch immer ganz wichtig, ne? Okay, so. Dann habe ich hier auch noch so ein Körperöl aufgebraucht. Das war eigentlich fürs Gesicht von Moskau oder Morrow. Morrow eigentlich, genau. Beine stinky, aber gut. Ne? Ich meine, Beine verwendet ist aus Glas hier unten. Das ist aber auch eine Glaspipette. Okay, ab in den Glasmüll. Dann habe ich hier aufgebraucht von Elemis. Auch da habe ich mich gefragt, wie war die nochmal? Ich hatte die schon mal verwendet. Elemis Pro Collagen Marine Cream Anti-Aging. Eine Tagescreme habe ich von Melli mal geschenkt gekriegt in einem Adventskalender. Vielen, vielen Dank. Die mochte ich auch ganz gerne. Aber ich wäre nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Da würde ich deutlich lieber zu Dalton gehen. Da bekommst du für einen schmaleren Taler bessere Pflege. So, dann habe ich hier von Nuvos Heilerde eine Maske gemacht und zwar die Vitalmaske fördert nachweislich die natürliche Zellerneuerung mit Quittenextrakt und naturreiner Heilerde. Belebt, aber trocknet leicht aus. Da waren zwei Anwendungen drin, ne? Dann von Dalton, die darf ich jetzt ja auch wieder machen mit meiner, wenn ich ein bisschen unreine Haut hier so am Kinn habe und so, ne? Das ist die Face Care Clear Skin Anti-Pickel Tuchmaske, die ich euch dann auch wirklich für solche Situationen sehr ans Herz legen kann. Nicht nur, weil du aussiehst wie Hulk, sondern auch, weil sie wirklich was bringt. Ich mag die einfach gerne leiden und sie klärt das Hautbild halt wirklich ganz gut und sie sorgt dafür, dass wenn du die abends zum Beispiel anwendest, dass die Rötung am nächsten Tag deutlich weniger da ist. Also sie beruhigt die Haut und ich glaube, die enthält die sowas wie Salicylsäure? Nee, Sodiumsalicylate ist, glaube ich, nicht Salicylsäure in dem Sinne, ne? Aber Citric Acid, also quasi Vitamin C, enthält die auch. Also das ist halt auch aufhellend. Dann habe ich hier noch was aufgebraucht von M. Asam. Und zwar Watermelon Glow Mask. Das ist eine ganz interessante Konsistenz, Leute. Durchsichtige Butter. Genau, das beschreibt es eigentlich am besten. Duft ist angenehm, die Haut strahlt danach. Eine wirklich schöne Geschichte. Ich hatte die schon mal vorher als Sachet-Geschichte gehabt. Und jetzt haben die ja als Pöttchen auch im Sortiment. Da hatten mir auch einige von euch geschrieben, Mensch, wie ist die denn? Die ist gut. Schaut die euch an. Kann ich euch empfehlen. Ist eine tolle Geschichte. Ein Concealer, ja, der ist jetzt aber nicht leer gegangen. Der kommt auch nicht in meine aufgebrauchte dekorative Kosmetik. Der kommt leider in Müll, denn der ist mir gekippt. Das ist der Essence Skin Love and Sensitive Concealer. Eigentlich eine ganz tolle Geschichte, ne? 05 Fair ist dann die Farbe. Der ist mir leider gekippt, Leute. Der müffelt. Bei eurer dekorativen Kosmetik achtet einfach drauf, ne?
immer so ein bisschen die Sinne mitspielen lassen und gucken. Hat sich die Konsistenz, Farbe, der Geruch verändert, dann solltet ihr vielleicht das Produkt nicht mehr weiterverwenden. Dieser Toner war an und für sich super, aber da hat was gefehlt. Und zwar so eine Art Filterfließ. Denn hier haben wir von Kiehl's den Calendula, wir sind wieder bei Ringelblume, Herbal Extract Toner. Alkoholfrei 40 ml war in der Glossybox Sonderedition. Ihr seht das hier unten drin. Wir haben hier wirklich Ringelblume drin gehabt. Und diese Ringelblume hast du durch diese Öffnung, die jetzt nicht so groß ist, schon auf deinem Gesicht gehabt. Ne? Das ist jetzt nicht so geil. Also wenn die da irgendwie noch so ein kleines Netzchen reingebastelt hätten oder so, was dann die Ringelblume hier drin behält und nicht rausfallen lässt, wäre es ein Träumchen gewesen. Ich fand den gut, der hat gepflegt, der hat schon so beruhigt. Ne? Das mochte ich ganz gerne. Aber ich brauche jetzt keine Blumenblätter auf dem Gesicht haben. Das, nee, hat für mich keinen Sinn. Dann hier von This Works Deep Sleep Body Cocoon Multitasking Beauty Sleep Savior for Better Nights and Brighter Mornings. Ja, das ist so eine kleine Geschichte gewesen. Die hatte ich auch mal in der Box drin. Das ist, riecht halt nach Lavendel. Wenn du kein Lavendel magst, lass die Finger davon. Wenn du Lavendel magst, nimm es gerne. Es pflegt. Es hat halt auch wirklich eine tolle Pflege mit dabei. Wenn du es zu Hause rumliegen hast, extra das Ding kaufen, wäre hart, weil das ist gar nicht mal so günstig. Dann habe ich hier noch ein aussortiert, auch der ist mir leider gekippt, ne? Aber wie lange ist bitte die High Beauty Reihe von Essence her? Ja. Der war rosa. Was haben wir den damals alle gefeiert? Aufgebraucht habe ich den nicht. Das ist ja großartig, Claudinchen, ne? Hm. Jau. Dann habe ich hier noch eine Maske. Balea bedruckte Tuchmaske Be Wonderful, intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron und Pfingstrosenextrakt. Und du sahst sehr fancy aus, habe ich Instagram-Story-mäßig euch gezeigt. Nass spendet Feuchtigkeit, Topfließ leider zu stark parfümiert. Das ist das Aber gewesen. Irgendeinen Haken haben manche Sachen immer irgendwie dabei. Ne? Das ist schon traurig, Leute. Dann habe ich hier nochmal Augenpatches gemacht. Die Hydrogel-Augenpads von Balea mit Hyaluron, Passionsfruchtextrakt und Koffein. Gut, ohne großes Rutschen. Sowas finde ich immer großartig. Das waren diese zweifarbigen, glaube ich, ne? Jo, das Mädel auf dem Bild hat auf jeden Fall zwei Farben auch an, da drauf. Dann habe ich hier auch aus der Kiehl's Calendula-Reihe die Petal Infused Calming Mask. Die mochte ich auch sehr, sehr gerne. Auch die aus dieser LE-Box, ne? Das war eine schöne Geschichte. Schön hautberuhigend. Dann habe ich hier noch aufgebraucht das Peeling, so klar, ne? Yves Rocher, das ist das Milky Almonds Scrub in Gel. Also, war das im Adventskalender? Ich glaube schon. Ne? Das hat halt leider nicht so den Effekt, weil das ist halt so, ob ich das verwende oder peng. Ich glaube, ich bin da verwöhnt von dem Dalton Peeling, das definitiv. Ja, also das würde ich jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Hier habe ich noch eine Packung von Zahnseide Sticks, Leute. Claudinchen war fleißig. Dentec Complete Clean. Jo. Ich habe ordentlich reingehauen. Dann habe ich hier noch Ampullen. Und zwar fange ich an mit IBA Extreme Lift von Dalton. Ne, das hatten wir eben schon gesagt. Das hat einfach einen extrem lüftenden Effekt. Von Wingard habe ich Glasreiniger aufgebraucht bzw. in Anwendung genommen. Den finde ich okay. Also der ist jetzt nicht so... Wenn ich krass so Fettflecken habe oder wenn irgendwann Julius anfängt zu laufen und dann mit den Fingern gegen die Scheibe tätscht, glaube ich nicht, dass der hilft. Also der hat gegen Zahnpasta-Geschichten nicht wirklich geholfen, also wird er dagegen auch nicht helfen. Aber für generell so staubfrei machen bzw. so ein bisschen wieder dieser Glanz auf die Scheibe bringen, hilft das schon. Das muss ich wirklich sagen. Hyaluronic Urea Hydro Boost von Dalton ist wirklich eine schöne Geschichte, was... ja, Feuchtigkeitsspenden angeht, ne? Und Ampullen sind manchmal auch einfach schneller, als wenn du eine Maske verwendest. Dann die C-Ampulle, habe ich schon gesagt, das ist die mit den Stammzellen, wo du halt langfristig den Effekt sehen kannst. Dann habe ich hier auch verwendet nochmal die Multitasking-Ampulle, die ja diesen leicht pudrigen Effekt auf das Gesicht gibt. Da ist ein Haar von Sammy. Willst du es wieder haben, Maus? Soll ich dir das ankleben? Und hier habe ich eine Caviar Deluxe-Ampulle. Liebe ich. Wirklich großartig, Leute. Ja, ich habe viele Ampullen gemacht, ne? Ich habe generell viel Pflege gemacht. Extreme Lift habe ich hier wieder am Start. Stressless ist die, die ich am wenigsten verstehe, glaube ich. Weil ich finde sie nicht stressless. Stressless ist eine Ampulle, die ich gerne immer wieder zweckentfremde, wenn ich sie verwende. Weil die sehr, sehr ölig ist. Und da nehme ich gerne die Ampulle,
und nehme sie dann zum Beispiel auch mal für meine Füße oder ich verwende sie halt auch mal ab und an für meine Oberschenkel, weil das halt nochmal enorm Pflege gibt, also deutlich mehr, als wenn ich mir so ein Körperöl drauf packe, ne? Im Gesicht gibt die halt schon derbe, krass nährende Pflege, aber da hast du halt auch wirklich eine schwere Pflege, ne? Das darf man nicht vergessen. Hyaluronic Urea habe ich hier wieder am Start. Also da ist wieder die angenehme feuchtigkeitsspendende Geschichte. Nee, Quatsch. Die Sleeping Beauty ist die Ölbombe, oder? Nee. Oh, jetzt bin ich verwirrt. Entweder die Stressless oder die Sleeping Beauty. Eine von den beiden ist nämlich die sehr ölige Geschichte, die ich dann immer zweckentfremde. Das weiß ich gerade ad hoc nicht, das tut mir leid. Dann nochmal Multitasking leer gemacht. Dann habe ich hier No Filter Needed. Die habe ich euch eben auch schon gezeigt. Habe ich zweimal leer gemacht. Und nochmal natürlich die Kaviar Deluxe. Eieiei, was habe ich viel verwendet? So, und als letztes habe ich hier ein Wimpernserum. Ich würde sagen, ich habe es leer gemacht. Da ist noch ein bisschen was drin, ne? Aber das gibt keinen Effekt mehr irgendwie. Und ich habe das schon so lange in Anwendung gehabt. Das ist von La Roche-Posay. Das ist halt ein Wimpernserum, was eher so auf Rizinusölbasis ist. Also du hast ja halt keine Hormone oder so drin. Sowas habe ich halt in der Schwangerschaft verwendet, um halt meine Wimpern davon abzuhalten, abzubrechen. Ne? Und ja, das habe ich mir dann aufgetragen wie eine Mascara. Und zu Mascara sagst du ja immer, maximal 6 bis 8 Wochen solltest du eine Mascara in Anwendung haben. So, jetzt habe ich dieses Produkt, was halt noch nicht leer ist, wo aber schon ziemlich viele Partikel drin zu finden sind, so Reste von Mascara und Dinge, die wir sicherlich auch nicht sehen können, die da halt auch noch mit drin sind. Da traue ich dem Braten auch einfach nicht mehr. Und ich habe das schon seit Monaten in Anwendung. Also ich denke, seit Anfang meiner Schwangerschaft habe ich das in Anwendung genommen, oder? Wann ist es denn in der Box gewesen, ne? Seitdem habe ich das nämlich in Anwendung. Ich habe das zur Hälfte hier leer gemacht. Reicht dann auch. Es hat auf jeden Fall seinen Dienst getan. Meine Wimpern hat es vom Abbrechen gehindert. Das habe ich schon gemerkt, weil ich habe auch in der Schwangerschaft echt lange Wimpern gehabt. Wobei ich da auch das Lash Lamp ja verwendet habe von Özlem. Mittlerweile verwende ich wieder meinen Grande Lash. Ja. So, ihr Lieben, das ist es nur gewesen hier. Das war aber auch mal wieder der. Aber wir sind hier fast bei einer Stunde, aber noch nicht so ganz. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so am interessantesten fandet. Und jo, dann wäre es das hier gewesen, ne? Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega darüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht, platt gemacht, leeren Videos. Was? Müllvideos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.